Nullrunde also für Jean Querer, der nun in Spielberg auf dem A1-Ring in Österreich in der Steiermark unter Druck ist. Er muss hier mal was zeigen. Und im Training, wir haben es vorhin bei ihm im Interview ja gehört, ist es überhaupt nicht gelaufen. Er ist nahezu in der letzten Reihe. Und einige haben einen sehr, sehr frühen Start hier vorne. Die Ampel war noch eindeutig auf Rot. Möglicherweise, weil zwei Rookies vorne standen, die gedacht haben, was ist es? Es dauert unheimlich lang. Schauen Sie es nochmal an in der Wiederholung. Die ersten zwei, eine rein belgische Startreihe, die fahren eindeutig zu früh los. Ein klassischer Fehlstart für Jeffrey van Hooydonk, der im Widmer KTM.